Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von dem Catrice Adventkalender DIY für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch dieses Jahr hat Catrice einen DIY-Adventskalender rausgebracht. Das haben die letztes Jahr auch schon. Den habe ich tatsächlich auch hier. Denn letztes Jahr habe ich den auch auf diesem Kanal ausgepackt, habe mir aber noch einen weiteren bestellt und diesen hier möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Hier an der Seite sieht man tatsächlich die Produkte, die enthalten sein sollen. Das heißt, das sind die Produkte, die du auch in diesem Video gewinnen kannst. Kommen wir aber zu diesem Jahr. Da bin ich sehr gespannt, was sich darin verbirgt und wie Catrice das Ganze jetzt gemacht hat. 34,95 wurde hier ausgerufen. Ich weiß nicht, ob das genauso viel letztes Jahr gekostet hat. Das habe ich mir jetzt nicht nachgeschaut. Kann ich dir ja mal einblenden, was er letztes Jahr gekostet hat. Das ist kein Adventskalender, den du einfach so kläppchenmäßig aufmachen kannst, sondern das ist einfach eine Box, die man öffnen kann. Und dann hast du hier die Möglichkeit, einen Adventskalender für jemanden zusammenzubauen. Hier hast du dann die Klebis, wo dann die Zahlen draufstehen von 1 bis 24. Dann hast du hier dieses Mal Tüten, wo du das reinpacken kannst in zwei verschiedenen Farben. Und ja, es ist eigentlich mehr ein Unboxing heute, als dass es ein Adventskalender-Opening ist. Denn ja, hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und Leute, die mich schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich tatsächlich auch auf diesem Kanal gerne Unboxings mache von Beautyboxen, Reviews, dass ich gerne Schminkvideos mache und so weiter. Also wenn du Bock drauf hast, kannst du gerne hier unten mal meinen Kanal abonnieren. Das ist kostenfrei und unterstützt mich sehr. Jetzt gerade haue ich ganz schön viele Videos raus. So viele sind es normalerweise nicht. Sind viele, ja. So ungefähr eins pro Tag haue ich schon raus. Aber ja, teilweise sind es jetzt ja 4 Videos am Tag. Aber wenn ich mir da vorne anschaue, was hier noch an Adventskalendern steht, Leute, ja, die Schlagzahl ist jetzt gerade ziemlich hoch. Tut mir leid, falls ich euch damit belästige, aber ihr könnt euch ja das rauspicken, worauf ihr Bock habt. Genau, ich starte einfach mal mit dem ersten Produkt und das ist dieses hier, Powder Highlighter. Limited Edition Catrice Adventkalender DIY in der Farbe 1001 Soft Candlelight. Und Leute, der sieht doch so ziemlich aus wie der Highlighter, den wir tatsächlich auch in dem Adventskalender drin haben, den ihr gewinnen könnt. Ja. Ich liebe ja die Catrice Highlighter, die haben jetzt ja in der neuen Kollektion auch einen Highlighter rausgebracht und der sieht sehr, sehr ähnlich zu dem aus, aber ich swatche ihn trotzdem mal. Es ist unfassbar, was die für eine Strahlkraft haben, ne? Also, das ist Metall und du hast hier keinen Glitzer drin, das ist wunderschön, also da bin ich sehr froh, dass ich diesen Highlighter hier im Adventskalender drin habe. Kann sein, dass ich die Nuancen schon habe. Aber ich finde den trotzdem wunderschön. Okay, als nächstes habe ich hier eine Lidschattenpalette drin. Das packt man dann wahrscheinlich eher so in die 6 oder in die 12 oder sogar in die 24. Das ist die The Blazing Bronze Collection Palette. Ich weiß nicht, ist das eine von den neuen oder ist das eine von den alten? Das muss ich wirklich, da muss ich wirklich passen. Mich persönlich sprechen diese Arten von Lidschattenpaletten ganz ehrlich gesagt nicht so wirklich an, weil die Fännchen einfach zu nah beieinander liegen und sie krümeln mir zu sehr. Deswegen ist es keine Lidschattenpalette, die bei mir einziehen wird. Das heißt, die wird dann demnächst irgendwann mal verlost werden. Ich packe ja auch Adventskalender, die ich verschenke oder hier verlose auf dem Kanal. Deswegen, ne, sei da einfach mal gespannt, was da demnächst so kommt. Hier habe ich ein altes Schätzchen. Ich glaube, der wurde jetzt ausgelistet. Die Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer in Matt. Die hatte ich auch letztens erst in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt. Oder das Aufgebraucht-Video kommt noch. Ich glaube, das müsste morgen noch kommen. Denn die war mir leider gekippt. Ne? Jetzt habe ich sie tatsächlich noch einmal da. Ich habe aber schon den Nachfolger davon aus dem neuen Catrice-Sortiment. Das heißt, da weiß ich noch nicht, ob ich die behalte oder ob die weiterwandern wird. Das ist ein Füßchen-Applikator und das hilft einfach, dass dir der Lidschatten an Ort und Stelle bleibt. Also dementsprechend finde ich das ganz cool, dass die mit drin ist. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu Lidschatten vor allem, zu Nagellack, genau. Hier habe ich einen ganz speziellen Nagellack, der sieht richtig schön aus. Das ist dieser hier. Das ist die Farbe 1003 Sparkling Flakes. Sieht unfassbar cool aus. Bei den Catrice Nagellacken ist es etwas unpraktisch, dass man immer erst die Kappe abnehmen muss. Und dann kann man zum Beispiel diesen Nagellack nehmen, um ihn als Topper zu verwenden auf einem Nagellack, den man normalerweise so hat. Es ist ein bisschen schwerer, den dann abzumachen, aber ich finde den ziemlich cool. Mache ich mir den jetzt drauf? Nee, ich habe mir die Nägel gestern erst frisch gemacht, Leute. Ne? Das wäre ja dann ein bisschen wild. Werde ich aber auf jeden Fall verwenden, weil ich das cool finde mit diesen wirklich krass schönen Glitzer
Flakes da drin. Schöne Geschichte. Ich habe hier noch einen Nagellack, den zeige ich euch auch. Das ist ein Grau in der Farbe 1001 Unwrapped Nude. Das ist nicht unbedingt meine Farbe, der wird weiter wandern. Ja, ich bin halt eher so der Bunt-Fan, wie man sieht, ne? Da stehe ich total drauf. Aber ich meine, so ein beige-grau ist es ja fast schon, oder so ein sehr, sehr dunkles Beige, kann gut aussehen, wenn man das, ne, wenn man vielleicht, keine Ahnung, sowieso sehr gebräunte Haut hat oder so, was ich nicht habe. Da finde ich das immer sehr, sehr schön. So, als nächstes haben wir hier etwas drin, das sieht sehr interessant aus. Shake Before Use. Das ist ein Light Correcting Serum Primer in der Farbe Sunlight. Wow, das ist schon sehr, sehr glitzerig, aber ganz cool, wenn man sich ein Weihnachts-Make-up schminkt, dass man halt den Primer verwenden kann, um ihn als Make-up-Grundlage zu verwenden oder über einem hydratisierenden Primer drüber, wenn du ein bisschen trockenere Haut hast wie ich. Ich habe zum Beispiel heute auch einen hydratisierenden Primer genommen und darüber habe ich mir den Becca First Light Priming Filter oder sowas aufgegeben. Genau, das verleiht der Foundation und der Haut an sich einfach noch ein bisschen mehr Strahlkraft. Das finde ich ganz cool. Und ich weiß nicht, doch komm, den kann man mal austesten, oder? Das ist halt eine Pipette, die hier so rauskommt. Und ich glaube, der war letztes Jahr auch in dem Adventskalender drin. Das heißt, der müsste dann auch in dem Adventskalender sein, den du gewinnen kannst in diesem Video. Wenn man den erst so aufträgt, denkt man sich, oh mein Gott, das sieht ja fast schon aus wie ein Flüssig-Highlighter. Wenn man den aber so ein bisschen verteilt, ich habe jetzt ein bisschen viel genommen. Oh, ich habe wirklich ein bisschen viel genommen. Das ist utopisch. Das, so viel brauchst du nicht. Ich nehme mal ein bisschen was mit dem Handtuch hier ab. Handtuch ist am Glitzern. Wenn du das halt so in die Haut einarbeitest, verleiht es halt einen schönen Glow. Es tönt auch ein bisschen, deswegen ja auch die Farbe Sunlight. Aber es ist jetzt nicht so, als würde man krass sehen, dass man jetzt so einen, ne, heftigen Glitzerglow hätte. Das ist einfach nur sehr shimmery. Eigentlich ganz schön, ne? Muss ich gucken, wie das mit meiner trockenen Haut funktioniert. Aber wie gesagt, gibt man sich da einen schönen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter. Und dann sollte das normalerweise auch gehen. Oder eine richtig dicke Tagescreme, Tagespflege richtig. Dann funktioniert das Ganze und meine Finger glänzen. Oh mein Gott, ich werde es im Leben nicht abkriegen. Okay, dann nehmen wir mal den nächsten Nagellack raus. Denn die Kalender sind meistens halt auch recht nagellacklastig. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Ton. 1002 Soft Candlelight. Gefällt mir auch richtig gut. Solche Töne habe ich auch schon da. Das heißt, der wird auch weiter wandern. Denn das ist so ein Champagner mit goldenen Glitzerpigmenten drin. Richtig schön. Das kannst du auch toll als Topper nehmen. Vielleicht sogar in Kombi mit dem Nude. Nee, ich glaube, das passt nicht so gut zusammen. Da kannst du besser so ein Rot oder sowas drunter geben. Sowas zum Beispiel. Der klassische rote Nagellack in einem Adventskalender. Die Farbe C01 Blushing Excitement. Excitement? Das ist dieser hier. Rote Nagellacke habe ich schon ein paar da. Das heißt, der wird auch weiter wandern. Dann haben wir hier einen weiteren Highlighter drin. Den hatte ich auch tatsächlich schon. Der ist mir zu intensiv. Das ist der Arctic Glow Highlighter in der Farbe 01 Jupiter's Glow. Der ist hammermäßig. Der ist wow. Der ist fast schon weiß mit so einem lila Schiff drin. Sehr, sehr intensiv. Und ich weiß auch, dass viele den vermisst haben, als er aus dem Sortiment genommen wurde. Also man fühlt sich so ein bisschen so, als hätten die halt aus dem alten Sortiment ganz, ganz viel hier reingepackt. Plus dann noch ein paar Weihnachts-Exclusive-Produkte. Ja, ne? Wird weiter wandern, weil den hatte ich schon mal. Der war mir halt zu intensiv, dass ich das sage. Ist auch ganz interessant. Wow, hier haben wir jetzt aber richtig was. Golden Dust Highlighter Drops. Das scheint auch ein Exclusive-Produkt zu sein von dem Adventskalender, weil wir hier dieses Muster drauf haben, dieses grafische Muster mit diesen Fäden? Ich weiß nicht. Oder gab es das schon? Ich weiß nicht. Das sieht mir auf jeden Fall so aus. Das ist in der Farbe Space Gold. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also Highlighter Drops kann man so über der Foundation sich ein bisschen auftupfen und dann Puder drüber geben, um das Ganze abzuschwächen. Man kann es teilweise auch über Puder aufgeben. Das kommt ganz drauf an, ne? Also was man halt so für Produkte verwendet. Auch hier haben wir wieder eine schöne Pipette und wow. Okay, die Pipette ist nicht ganz hundertprozentig optimal. Ich gebe mir das mal auf den anderen Handrücken. Ich tippe das aber nur so ein bisschen drauf. Ich möchte jetzt nicht zu viel, weil da werden jetzt die Glitzerpigmente oder Schimmerpigmente etwas intensiver sein. Obwohl? Nee, gar nicht mal so, ne?
Da siehst du ja fast nichts von. Wenn ich jetzt daneben mal den Primer sehe, den siehst du, aber das siehst du nicht so intensiv. Das ist ja nicht so optimal. Am Finger sieht man das. Na, vielleicht muss man darunter wirklich Foundation haben. Muss ich mal austesten. Dann habe ich hier etwas, das finde ich total cool. Andererseits schwierig, sowas in einen Adventskalender zu packen, weil es ist immer schwierig, bei Base-Produkten die richtige Hautfarbe zu treffen, den richtigen Hautton. One Drop Coverage Weightless Concealer in der Farbe 005 Light Natural. Den habe ich selber tatsächlich auch noch da in der Farbe, ich glaube Light Porcelain oder so, in sehr, sehr hell. Ich finde den wirklich gut. Der wurde jetzt leider ausgelistet, also schon wieder ein ausgelistetes Produkt in diesem Adventskalender. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, muss ich sagen. Ne? Also das sind halt trotzdem gute Produkte. Ja, was sage ich dazu? Ich glaube, 005 Light Natural ist eine sehr universelle Farbe. Aber wie gesagt, ich habe ihn schon da. Ich finde den eigentlich auch echt gut. Und deswegen wird er auch weiter wandern. Ja. Aber irgendwie gefühlt kann man hier echt ein Full Face mit schminken. Ist ziemlich geil. Gut, dann habe ich hier, yay, den werde ich safe behalten. Limited Edition Advent Calendar DIY. Das ist ein Pinsel. Ich weiß nur nicht, Multipurpose Brush. Wir hatten im letzten Adventskalender und in dem Adventskalender, den du in diesem Video gewinnen kannst, halt auch ebenfalls einen Pinsel drin, den ich wirklich toll finde. Den ich habe, habe ich jetzt gerade leider in der Wäsche. Der ist gerade nicht hier auf meinem Tisch available. Oh mein Gott, ich liebe ja diese Limited Edition Pinsel von Catrice, ne? Die hole ich mir auch immer. Echt klasse, schön in Gold, handlich, also nicht zu groß, nicht zu klein und sehr, sehr weich. Ich mag es, wenn die halt oben auch so ein bisschen abgerundeter sind und damit kannst du schön abpudern, Blush, Bronzer, Highlighter, theoretisch kannst du dir alles damit auftragen. Mega. Das ist, ja, für mich als Pinselfan und als Highlighterfan. Pinsel und Highlighter sind bislang meine Highlight-Produkte aus diesem Kalender. Ja, dann haben wir hier Catrice HD Active Performance Primer mit Lichtschutzfaktor 30, Water and Sweat Proof. Okay, der soll Pore Minimizing sein. Ich persönlich brauche keine Porenminimierung in meinem Gesicht, deswegen wird der auch weiter wandern. Das ist, ja, ein Primer, aber ich glaube auch der wurde ausgelistet, oder? Weiß ich nicht, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Das soll wasser- und schweißresistent sein, was ich sehr, sehr gut finde. Noch ein Tick besser finde ich den Tensational Primer von Catrice, der ist Hammer. Nicht nur ein Tick, sondern mega um Längen besser. Ich habe den jetzt noch nicht ausgetestet, aber Pore Minimizing brauche ich, wie gesagt, auch gar nicht. Aber schön, dass er mit drin ist. Sehr vielfältig hier alles drin. Wow, hier haben wir einen Blush drin. Wow. 1001 Blushing Excitement. Wow. Das ist dunkel, oder? Das ist richtig krass dunkel. Der ist mir zu dunkel. Das ist im Leben nicht. Im Leben nicht. Der wird weiter wandern. Also, die haben ja wirklich einen Mix aus allen möglichen verschiedenen Farben. Ich meine, irgendein Produkt ist dabei, wo dein Hautton getroffen wird. Aber es gibt dann auch welche, wo du sagst, leider nein, leider gar nicht. Aber gut, jo. Hier haben wir 4 Gramm drin. Ich guck mal, wie ich das dann auch werttechnisch alles so rechne. Ne? Das sind dann, wenn es Adventskalender-Exclusive-Produkte sind, sind die teilweise auch vom letzten Jahr noch bei Cosmetic for Less im Sortiment vertreten. Dass man das halt so ein bisschen sich, ne, zurechtrechnet. Ansonsten 4 Gramm Blush finde ich halt auch von Catrice, dass man das halt so mal gleichsetzen kann. Hey, ich habe noch gar keine Lippenprodukte gezeigt, da haben wir aber welche von drin. Plumping Gel Lipstick in der Farbe 090, das ist dieser hier, Power Plumping Gel Lipstick. Auch der ist letztens aus dem Sortiment ausgesortiert worden. Ist schade. Der wird aber weiter wandern, weil ich gesagt habe, während den ganzen Adventskalender-Unboxings werde ich keinen roten Lippenstift behalten und der ist rot. Ne, das ist halt so dieses klassische Rot. Der wird weiter wandern. Dann habe ich hier etwas, und das finde ich gerade richtig toll. Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. Das wurde zwar ausgelistet, soweit ich weiß, aber ich finde das total gut. Das macht dir halt so einen schönen Schimmer noch ins Gesicht. Der Sprühkopf, darüber kann man sich streiten. Ne? Ist okay, sage ich mal. Ah, ich mag diesen sehr merkwürdigen, sehr künstlichen Duft, ehrlich gesagt, auch richtig gerne. Der gibt deinem Gesicht halt auch ein bisschen Glow. Am besten nimmt man das Fixing Spray halt auch nochmal, dass man mit dem, nachdem man das aufgetragen hat, dass man mit dem Beauty-Schwämmchen nochmal drüber geht, ne, um das Ganze einzuarbeiten, weil das doch dann gerne mal Tropfen hinterlässt. Also ich denke, auch den ein oder anderen Tropfen werdet ihr hier gerade auch auf meinem Gesicht schimmern sehen. Oh. Leute, das glaubt ihr nicht.
Das kommt gleich am Ende, das ist ja heftig. Okay, hier habe ich jetzt Darker Brows in 2 Weeks Brow Colorist. Ach du Scheiße, Semi-Permanent Brow Mascara. Die soll dir in die Augenbrauen einfärben. Auch das schwierige Geschichte. Farbe 015 Soft Brown. Aber, Leute, ich persönlich mag nicht so gerne Augenbrauen-Mascara. Wenn mir das aber meine Augenbrauen wirklich einfärbt, finde ich das gut. Das gucken wir mal. Weil ich habe, ne, wenn ich mir die Augenbrauen zupfe, bin ich da jetzt nicht unbedingt super vorsichtig und super präzise. Also da bleiben auch gerne mal so Babyhärchen stehen. Und wenn du dann mit einer Brow-Mascara drüber gehst, können die schnell eingefärbt werden. Aber das Bürstchen ist ja cool. Ich glaube, die ist auch nicht mehr im Sortiment, aber das Bürstchen gefällt mir. Riecht nach nichts. Die Farbe gefällt mir. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Die bleibt. Doch. Gut, dann haben wir eine Color Correction Palette. Die haben wir, ich weiß nicht, wie oft ich die schon in meinen Händen gehalten habe. Auch die wurde, glaube ich, aussortiert. Das ist diese hier, oder ausgelistet vielmehr. Ne? Das ist diese ganz normale Color Correction Palette von Catrice. Fünf verschiedene Möglichkeiten, um dich zu korrigieren. Und keine Ahnung, das gegen Rötungen, das gegen, ich weiß nicht, Augenringe, glaube ich, gelb, orange kannst du dir auch irgendwie ein bisschen mitmischen, Pickel abdecken. Ich weiß nicht, wofür lila sein soll, das ist ein bisschen hardcore. Kann man machen, aber ich bin halt kein Fan von dieser Color Correction Palette. Auch die wird weiter wandern. Lippen haben wir noch ein bisschen was. Da habe ich hier das ist ein Eyeshadow Stick. Wow. Up to 12 Hours Lasting Sweatproof Eyeshadow Stick. 1 Gramm ist hier enthalten in der Farbe Copper. Confessions. Copper Confessions. Ist das ein. Ja, mit Eyeshadow-Sticks muss ich auch ehrlich sagen, habe ich nicht die besten Erfahrungen, weil die mit meinem Schlupflid immer in meine Lidfalte reinrutschen und das macht keinen Sinn. Den brauche ich jetzt auch gar nicht austesten, der wird auch weiter wandern. Genau. Ja, auch wenn hier Sweatproof und sowas draufsteht, aber hier steht nicht Schlupflid-Proof. Also, nee. Also quasi Hold It Ice Proof. So, das ist auch ein Produkt, was ich auch schon mal da hatte. 080 Pillow Fight ist die Farbe von dem Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick. Ich bin kein Fan von Liquid Lipsticks, deswegen wird er auch weiter wandern, weil die mir einfach zu austrocknend sind. Aber der ist eigentlich ganz interessant, weil die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Ich mag dieses Rosé-Rot. Nein, nicht Rosé-Rot. Dieses, mir fällt die Farbe nicht ein. Rot. Nicht rot. Mauve. Na, auch nicht Mauve. Das halt. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich habe jetzt tatsächlich heute mal einen Liquid Lipstick drauf. Das ist aber einer von Banana Beauty und die halten dir den ganzen Tag. Und da ich noch einige Adventskalender auspacken möchte, macht das durchaus Sinn. Aber generell Liquid Lipsticks, das passt bei mir einfach nicht. So, na komm. Hier habe ich noch mit drin die Superbia Volume 1 Warm Copper Eyeshadow Palette. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist jetzt schon die zweite Eyeshadow Palette. Die Farbe ist 010 Bronze Upon a Dream und ich glaube, dass es halt auch tatsächlich eine ausgelistete Palette ist. So schaut sie aus. Ich persönlich hatte die schon mal, habe sie dann aussortiert, weil sie mir einfach zu langweilig war. Aber ich finde sie generell sehr, sehr alltagstauglich. Weil da kriegst du auch so einen Look hin, wie ich jetzt heute einfach geschminkt habe. Da macht man sich einfach das hier als Base-Ton drauf. Dann nimmt man sich diesen matten Ton, um das in die Lidfalte zu geben. Wenn man den abschwächen möchte, mischt man den auch gerne mit diesem Gelbton. Und dann gibt man sich zum Beispiel diesen Champagner-Schimmerton auf das bewegliche Lid und ist fertig. Ne? Das ist rucki-zuck, hast du damit einen Look geschminkt. Ich habe eine nette Lidschattenpalettensammlung hinter mir in allen möglichen verschiedenen Preiskategorien. Deswegen, das ist dann kein Produkt, was ich behalten möchte. Das war mein Handy. Moin. Dann haben wir hier noch ein Liquid Lipstick. Das ist die Farbe The Mentalist. Das ist jetzt ein bisschen dunkler als die, die wir eben hatten. Okay. Ja. Ist jetzt aber nur eine minimale Abstufung, ne? Also da sehe ich jetzt keinen exzessiven Unterschied, um das mal so zu sagen. Ja, ne, gleiche Geschichte wie eben. Nicht unbedingt meine Konsistenz. So, dann haben wir hier noch einen Lippenstift und das ist auch wieder ein ganz klassischer Adventskalender-Rotlippenstift. 1001 Blushing Excitement ist die Farbe von diesem Limited Edition Lippenstift. Ist wunderschön vom Packaging. Darüber brauchen wir ja gar nicht irgendwie, ne? Absolut hübsch. Es ist Gold, es ist nice, es ist toll. Aber es ist halt wieder ein Rot.
Wir haben hiermit auch dann zwei rote Lippenstifte drin, also auch von dem hier, wobei der Power Plumping Gel Lipstick von Catrice ist eher so ein schieres Rot. Ja, aber das ist ein richtig knallerot. Nee. Und das letzte Produkt ist ein Highlight wieder, weil es ist die dritte Lidschattenpalette. Und da haben wir wieder eine Superbia Volume 2. Und zwar in der Farbe Frosted Taupe. Das ist diese hier. In der Farbe Icy Fire. Okay. Ich mache die jetzt auch mal auf, aber auch die wird weiter wandern. Die ist auch wirklich schön von der Farbkonstellation. Ich mag auch gerne dieses Lilane, aber ich habe tatsächlich einige Paletten, die wirklich auch einiges mit Lila und Taubtönen da drin haben. Genau, auch hier kannst du wirklich schöne Looks mit schminken. Ja, ich vermisse bei diesen Paletten halt echt den Spiegel, aber das kannst du bei den Preisen halt auch echt nicht erwarten. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte behalten, der Rest wandert weiter. Liegt bei mir aber tatsächlich auch daran, dass ich eben diese Sammlung habe. Wenn ich jetzt normal zu Hause wäre, ich würde mir einen Keks freuen, dass ich drei Lidschattenpaletten hätte, dass ich Blush, Highlighter, zwei Highlighter sogar, alles Mögliche, ne? Concealer, Primer, Lippen, Nägel, du hast ja alles mit dabei, ein Pinsel, also eine wirklich bunte Mischung, und ich finde, dass dieser Adventskalender sich für 34,95 auf jeden Fall lohnt. Also da solltet ihr vielleicht mal auf der Homepage von Catrice vorbeischauen oder bei Cosmetic for Less oder bei DM oder bei Rossmann. Es gibt den ja mittlerweile jetzt überall zu kaufen. Und ja, denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Verwendet gerne den in der Infobox erwähnten Hashtag. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!